Ja, wunderschönen guten Tag. Apple ist hier wieder am Start und zwar mit der App Manu Ganu. Ein ziemlich cooles Spiel. Ich muss das ein bisschen schräg halten, weil sonst spinnt der Gehsensor mal hier wieder eine Runde rum. Ärgerlich, ich habe es auch schon mal kurz angetestet, wie das Ganze so funktioniert. Und es ist sogar relativ cool, das muss man wirklich mal sagen. So, nach kurzer Ladezeit sind wir hier in einem Jump and Run drinne. Das bedeutet, ich brauche eigentlich bloß einmal auf die Play-Taste zu drücken, in dem Fall hier. Und drücke dann einfach nur noch hier auf der rechten Sprungtaste drauf. Und den Rest macht das kleine Männchen eigentlich schon ganz alleine. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Über einen drüber gesprungen. Oben rechts in der Ecke sieht man natürlich die Anzeige. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das hier nennen soll. Nennen wir es einfach Münzen, blaue und gelbe Münzen. Wie viel man sammeln kann. Oder wie viel es in dem Level gibt. Und wie viele ich davon schon erobert habe. Jetzt habe ich sie endlich mal hier fast alle bekommen, bis auf eine blaue am Anfang. So ein Ärger aber auch. Na, ist egal. Wir haben trotzdem gut was rausgeholt. Ach, siehst du, man kann sogar einfach mal ein paar übersehen, habe ich gerade festgestellt. Und ruckzuck bekomme ich auch den dritten Stern dazu. Mal den Ton hochmachen hier, ob man mal ein bisschen was hört. Und dann geht es auch schon ins nächste Level rein. So, da geht's direkt los. Finde ich ganz cool dafür. Bei dem Lux ist es ja so, hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass es nicht so direkt multitouchfähig ist. Was ist denn das jetzt hier? Ach so, okay, alles klar. Und mit ein wenig Geschick klappt das hier auch ganz gut. Man muss sich nicht großartig auskennen. Es ist eigentlich nur simples Knopfdrücken zur rechten Zeit. Ansonsten eine Zeitvorgabe gibt es hier nicht. Man hat allerdings drei Herzen im Moment, wie ich das so sehe. Jetzt hüpfen wir mal einmal, da passiert nicht viel. Also muss ich immer wieder. Genau. Ich weiß nicht, wozu das Seil dazu war. Gut ist auch, er zieht sich von alleine hoch. Würde ich jetzt abstürzen, hätte ich jetzt natürlich nicht die vollen Punkte holen können. Na, da oben geht es also auch nicht weiter. Ah, shit, jetzt habe ich den einen übersehen. Es ist so ein bisschen drauf gestrickt, dass es so aussieht wie 3D-Grafik. Ist es ja auch zum Teil. Allerdings natürlich, wie man das so kennt, aus einer 2D-Perspektive. Jetzt habe ich bestimmt das Problem, Collect 3 Medaillen hier. Habe ich nicht geschafft, ärgerlich, aber egal. Soll nicht so schlimm sein. So, dem gehen wir direkt mal drauf hier. Ach, der klettert ja auch von alleine. Action, Halt and Run. Was soll das jetzt hier sein? Ich weiß es jetzt nicht genau. Muss ich jetzt mal gucken, ob das. Ach so, ah, alles klar, ja, passt schon. Oh, da hat er wieder weggefahren, Latzi kriegt. Versuchen wir den ganzen Spaß nochmal selber. Er zieht sich ja von alleine hoch. Brauche ich eigentlich nur Bremsen hier? Oh, shit. Ja, ich wollte euch mal zeigen, wie man hier so ruckzuck seine drei Leben verwirkt hat. Weil es ja sonst eigentlich kaum möglich ist. Aber es geht einfach mal relativ fix. Aber jetzt habe ich es doch wohl raus. Ich habe die Tipps verstanden. Ich habe es verstanden. Woran liegt's denn? Ja, nee. Ist klar. Weiß jetzt gerade nicht, was soll denn der Mist jetzt hier sein? Muss ich hier vielleicht unbedingt dieses Fragezeichen annehmen? Hä? Was soll denn das jetzt? Eben gerade funktioniert es die ganze Zeit. Jetzt hat er es kapiert. So, jetzt aber nochmal. Endlich. Wunderbar. Läuft natürlich flüssig auf dem O des Lux hier. Oh, was ist denn jetzt los? Alles klar. So, Moment, jetzt kommt hier der G-Sensor wieder durch. So, so dürfen wir wahrscheinlich hier nicht zu steil halten. So, dasselbe Spiel geht hier oben also weiter. Schnell vorbeirennen, einmal kurz hüpfen, anhalten, weiterlaufen und wieder hüpfen. Okay. Ah, das ist Ärger aber auch. Wollen wir es neu versuchen? Geht ja leider nicht anders. Mist, fange ich jetzt von vorne wieder an? Na, selbstverständlich. Gut, also wie ihr sie gesehen habt, gibt manchmal kleine Problemchen. Ey, das hätte ich wohl auch schaffen können hier. Pleppo. Gibt's doch wohl nicht. Ja, manchmal nimmst du es auch einfach nicht an, wenn ich drauf tippe. Das gibt's doch wohl nicht hier. Mensch. Du, mit deinem Knochenschädel da. So, du Lofe. Stopp, weiter. Alles klar. So, jetzt wollen wir das Level hier aber doch nochmal schaffen. Wir haben wieder nur ein Herz über. Was ihr ja wie ihr habt.
und beschleunigen. So, da haben wir die eine Medaille. Und hoch, und hoch, und hoch. Wunderbar. Bremsen. Weiter geht's. Bremsen, weiter geht's. So, wir rennen einfach oben lang. Ist anscheinend der einfachste Weg, wie ich gerade so sehe. Dann hat man da nicht ganz so viel Springarbeit und Anhaltarbeit. Weiter geht's. Und im Ziel, wunderbar. Nun nach drei Versuchen, alle guten Dinge sind drei, haben wir es nun doch endlich geschafft. Und wieder mal drei Sterne reingeholt, müssten um die 9000. Na okay, alles klar, hab nichts gesagt. Waren nur 5390 Punkte. Wie denn nun auch sei, weiter geht's hier. Die Level sind eigentlich abwechslungsreich gestaltet. Schön knallig bunt, fetzt. Kommen richtig gut zur Geltung. Zur Wirkung, wollte ich fast sagen. Kann man hier springen? Ein Springpilz ist das hier. Aber wir müssen trotzdem warten, weil sonst kriegen wir hier wieder eine Überfreudonner. Das muss nicht sein. So, 14 von 40 blauen Pillen haben wir hier schon. Das muss ja hier anscheinend... Ihr wisst, was man mit blauen Pillen anstellen kann, ne? Ich rede nicht von Drogen, ne? Alles klar. Hier brauche ich gar nichts machen. Das macht er von alleine. Versuchen einfach mal hier... Ja. Wieder anzuhalten und weiter geht's. Ah, schade. Eine Münze fehlt. Eine verdammte Münze fehlt. Dann hätten wir es fast geholt mit den blauen. Ganz, ganz schade. Jetzt haben wir die natürlich nicht reingeholt. Wäre ein richtig guter Rekord geworden ansonsten. Ja, und so geht das Spiel immer weiter und immer weiter. Drück mal direkt wieder auf Play. Hier dürfen wir nur, oder hier müssen wir nur 35... Halt, nicht, dass du wieder runterfällst, mein Freund. Dürfen wir nur 35 oder müssen wir nur 35 Münzen sammeln. Flugbahn kann man anscheinend auch nicht verfehlen. Ah, ich hab's ja an. Ich wollte erst noch bremsen. Also, wie ich auch rausgefunden habe, sind diese... Oh, shit. Alles klar. Hätte ich nicht springen müssen. Aber trotzdem nochmal geholt. Hier muss ich irgendwas machen. Jetzt habe ich natürlich nicht durchgelesen. Shit. Was hätte ich jetzt machen sollen? Ah, das war jetzt hier mein hier. Das ist jetzt hier mein. Jetzt bin ich hier drüber gesprungen über das Fragezeichen. Also kleiner Tipp von mir. Nehmt euch doch mal die Zeit und lest es euch einfach mal durch. Hat anscheinend sonst keinen Zweck hier. So, da hüpfen wir mal hier mal hoch und das schaffen wir gerade so. Super. Wunderbar. Das ist ja ein Traum. Oh, ja, natürlich kriegt er noch eine vorne. Na, und noch eine. Hört sich an wie so ein kräftiger Faustschlag. Aber dem Kleinen geht's gut. Er hat ja seinen Knochenschädel auf. Siehst du, hier brauchst du wirklich nicht springen. Jetzt nur mal gucken, was muss man jetzt hier machen. Alles klar. Also hier müssen wir sliden. Oh, schade. Na, jetzt geht's ja hier. Ah, shit, shit. Was ist das jetzt hier? So, ja, wir sind ja interaktiv da. Shit. Fast drauf vorbereitet. Aber wenn der G-Sensor dann ab und zu nun doch mal ausfällt und macht, was er will, haben wir natürlich Probleme. So geht das Spiel ja eigentlich die ganze Zeit weiter. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier im Hauptmenü noch Schönes anzubieten? Das Gute ist ja, dass man den Display hier im Kreis drehen kann, so oft wie man möchte. Manu Ganu, wie gesagt, ist kostenlos im Play Store erhältlich. Und Link in der Beschreibung natürlich. Macht einen Heidenspaß, das Spiel. Kann man wirklich ununterbrochen zocken. Und man braucht auch mal keine Online-Verbindung. Ist also mal ganz angenehm, wenn man irgendwo unterwegs ist und nur das Tablet dabei hat ohne Stick. Ja, mehr kann man auch nicht einstellen, wie ich hier sehe. Was kann ich hier machen? Ist das die Sprache, Englisch oder TR? Ich weiß jetzt gar nicht, was das sein soll. Ja, na gut. Und das war's dann aber auch schon. Manu Ganu, meine Empfehlung. Bis zur nächsten.